Oma, ich kann dich irgendwie kaum sehen. So vielleicht? Ja, schon okay, Oma. Was gibt's denn? Ich hab da was ich dir zeigen wollte. Oh, Opa! Ach, hallo Liebes! Oma, was soll das denn? Das ist von der Steuerverwaltung. Die suchen neue Leute für eine Ausbildung oder ein Studium hier in Sachsen. Das wäre doch was für dich. Oma, ich weiß nicht. Aber ich kann es mir ja mal anschauen. Okay, Leute, eine Frage für euch. Warum benutzen Finanzbeamte keine Taschentücher? Weil Tempo draufsteht. Naja, jeder von euch kennt sie doch, diese Vorurteile gegenüber Finanzbeamten. Aber ganz ehrlich, der Job ist gar nicht so lame, wie es alle sagen. Sachsen ist schön. Ganz Deutschland ist schön. Wir haben schöne Kindergärten, schöne Schulen, schöne Straßen. Alles schön. Oh, wie schön. Läuft bei uns. Aber warum? Und wie? Na, weil wir alle unser Cash dafür raushauen. Yeah. Mit unseren Steuern. Yeah. Das nervt erstmal. Ja, das nervt wirklich. Aber das ist eben die Grundlage für das Leben unserer Gesellschaft. Und Finanzbeamte sind eben die, die dafür sorgen, dass der Laden läuft. Logisch. Also eigentlich gar nicht mal so uncool. Und mit dem stolzen Grinsen von Oma und Onkel Henrys. Mach was Wichtiges, Kind. Im Hinterkopf ziehen wir mal ernsthaft in Betracht, die steile Laufbahn eines Finanzbeamten einzuschlagen. Vor allem ist übelst cool, dass man nicht nur am Schreibtisch abhängt, sondern dass man auch im Außendienst arbeiten kann. Ich sag nur Steuerfahndung. Ob Wunderlehrling oder Hörsaal-Herkules, hier ist für jeden was am Start. Gönnt euch entweder die 2-jährige Ausbildung oder wer die krassere Challenge will, das 3-jährige duale Studium. Hallo Sophie, Opa und ich drücken dir für heute ganz fest die Daumen. Oma! Sophie, was machst du denn hier? Oma, ich wollte dir noch was erzählen. Ich hab die Stelle. Ist nicht wahr. Im September geht's los. Ist das herrlich. Oh, Heinrich, ich bin so stolz auf dich. Oh, Opa!